Das Programm Winget wurde von Microsoft kürzlich in der Version 1.0 veröffentlicht. Mit diesem Programm sehen wir wahrscheinlich die größte Veränderung, die es in der Microsoft- bzw. Windows-Welt in den nächsten Jahren geben wird. Zumindest wäre das meine Vorhersage. Aktuell erreicht das Programm durch sein Command-Line-Interface natürlich noch keinen Massenmarkt. Das könnte sich aber mit ein paar Vorzeichen ändern. Und diese Vorhersage wage ich jetzt mal nach dem Intro. Was könnte also noch passieren und wie könnte es mit Winget weitergehen? Meine Prophezeiung wäre, dass wir eine grafische Benutzeroberfläche für Winget sehen werden. Das könnte in die Richtung gehen, dass die Winget-Funktionen einfach in den Microsoft Store wandern. Der Microsoft Store hat ja im Prinzip alles, was ich dafür benötige. Ich habe eine Suche, in der ich Apps suchen kann und ich kann die Apps herunterladen und installieren. Also im Grunde das, was Winget auch macht. Nur halt mit richtigen Programmen und nicht nur mit Apps. Natürlich könnte man das jetzt kombinieren in den Microsoft Store. Das hätte auch einen anderen Vorteil, hier könnten sich dann die Entwickler nämlich anschließen und Bezahlmöglichkeiten für ihre Software anbieten. Aktuell ist es ja noch so, dass ich bei jedem Hersteller einzeln bezahlen muss. Was meine ich damit? Naja, wenn ich mir ein Programm kaufe, wo zahle ich das denn? Naja, in der Regel beim Hersteller selbst. Oft ist es aber auch so, dass dieser Hersteller ohnehin irgendwelche Dienstleister im Hintergrund hat, die diese Zahlung für ihn abwickeln. Hier würde sich also nur der Zahlungsdienstleister ändern zu Microsoft. Dieses ganze Konstrukt bietet natürlich auch mehr Sicherheit. Das kennt man ja schon aus dem Play Store und aus dem App Store, dass halt hier eine zentrale Datenbank mit verfügbaren Programmen vorgehalten wird. Wenn also auffällt, dass eines der Programme schädliches Verhalten an den Tag legt, kann man das aus dieser Datenbank herauslöschen und es wird wahrscheinlich weniger Installationen dieses schädlichen Programms geben. Ein anderer Vorteil wäre natürlich, dass dann über diesen Microsoft Store, wie ja im Prinzip auch jetzt schon, Updates im Hintergrund ausgeführt werden können. Eine Änderung, die sich eventuell in Richtung Entwickler wendet, wird sein, dass die sich natürlich auf diese neuen Vorzeichen auch irgendwie einstellen müssen. Bei Notepad++ hat man gesehen, dass dort noch ein Dialog aufpoppt bei der Installation bzw. Deinstallation. Solche Dialoge sollte es in Zukunft im besten Fall nicht mehr geben, außer sie wären unbedingt notwendig. Das heißt, die Entwickler sollten eine Silent-Option sowohl für die Installation als auch für die Deinstallation bereitstellen. Der Nutzer möchte nur noch auf Installieren klicken und das Programm dann entsprechend installiert haben, ohne weitere Nachfragen. Aber gibt es da auch Probleme mit diesem Szenario, das ich jetzt aufgezeigt habe? Ja, die gibt es tatsächlich. Und zwar würde Microsoft hier einen Gatekeeper spielen. Das Prinzip kennen wir schon aus dem App Store von Apple oder dem Play Store von Google. In diese Stores kommt nur rein, wer sich an gewisse Bedingungen hält und zum Beispiel pornografisches Material darin nicht vorkommen kann. Jetzt ist die Frage, wie geht es mit Winget weiter? Bleibt das weiterhin von der Community ein unterstütztes System? Das glaube ich wird nicht passieren, wenn es in den Microsoft Store wandert. Zumal ja zu beachten ist, dass die ganze Entwicklung und die ganzen Pakete über GitHub reingeladen werden. GitHub wiederum gehört auch Microsoft. Also in jedem Fall hätte Microsoft hier wohl das letzte Wort, wenn es darum geht, welches Paket tatsächlich jetzt in dieses Winget-Repository eingebracht wird. Das, was ich vorhin mit den Bezahlmöglichkeiten so positiv dargestellt habe, kann auch zum Problem werden. Das kommt natürlich darauf an, wie fair Microsoft sich den Entwicklern gegenüber verhält. Wenn es Microsoft schaffen sollte, das als einzigen Punkt noch zu etablieren, wie man dort bezahlen kann, dann werden die Margen wahrscheinlich ziemlich hoch sein für Microsoft. Das kann man beim Play Store ja schon beobachten, das ist im Grunde fast der einzige Punkt, wie man als Entwickler auf einem Android-Smartphone Geld verdienen kann und man ist dort an Google gebunden. Google macht Milliardengewinne durch die Erlöse, die durch Verkäufe im Play Store erzielt werden. Wie seht ihr das? Ist das eher eine positive Entwicklung oder geht es hier in die absolut falsche Richtung? Schreibt mir doch mal eure Meinung bitte in die Kommentare.